Hallihallo, hallo, werte RPG-Freunde und herzlich willkommen zur neuesten Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Wie ihr seht, fangen wir mal im Wasser an, denn ich habe uns zu dem Weg gebracht, wohin ich wollte. Hier ist so ein kleines Schmugglerversteck. Und hier sind scheinbar keine Gegner. Also können wir doch mal hier ein bisschen plündern gehen. Da wir jetzt verkauft haben, haben wir wieder ein bisschen Platz. Also alles einfach mal mitgenommen hier. Los, Geralt. Mach hier keinen 100 Jahre langen Umweg. Hä? Ja, nimm das doch mit. So. Ich glaube, das war's auch schon. Dieses dieses Schmugglerversteck mitten neben nirgendwo. Weil die dachten, das sei sicher scheinbar. Wenn die sich überhaupt den Weg merken könnten. Da bin ich ehrlich gesagt relativ unsicher. Naja. Auf jeden Fall haben wir es gefunden. Da bin ich sehr zufrieden mit. Und hier ist das Schiff. Ein Schiff, auf den ich irgendwie rauf will. Von hier aus. Okay. Gut. Ja, das ist, scheint mir gekentert worden zu sein, oder es ist schiffbrüchig geworden. Runter mit uns, komm. Oh, wir können da nicht runter. Ha, wir müssen den Weg hier gehen. Der mag bewacht sein, aber nicht sehr gut. Das Viech ist einfach zu spät da. Wir haben es uns schon genommen. Hier sonst nichts, außer... Naja. Gut, lass uns wieder an Land gehen. Bücher lesen am Wasser. Ich glaube, das ist nicht so angenehm. So, wir sind hier sicher, glaube ich. Können wir dieses neue Buch lesen? Notizen des Magiers. Kian hat auf dem fliegenden Hirsch als eine Art Wache angeheuert. Ein Sack prall gefüllt mit Novigrader Kronen hat den Kapitän überzeugt, mich in seine Kajüte unterzubringen. Es läuft alles nach Plan. Eigentlich finde ich diese Expedition sogar amüsant. Ich bin froh, dass ich die Entführung nicht von irgendeinem hirnlosen Muskelprotz erledigen lasse. Ich selbst kriege sie elegant hin. Er ist vorsichtig. Mit einem beiläufig platzierten, vergifteten Apfel wird ihm nicht beizukommen sein. Ich werde ihn wohl mit einem Zauber von den Füßen holen und per Teleport fortschaffen müssen. Hoffentlich landen wir nicht irgendwo mitten auf der Tempelinsel, sondern in meinem unterirdischen Quartier. Die Kraft, die aus meinem Labor pulsiert, stößt einen guten Teil meiner Versuche ab, nach Hause zu teleportieren. Sehr hohes Resistenzniveau gegen psionische Zauber, Zeit, die zur vollständigen Durchdringung seines Nervensystems erforderlich ist, mindestens eine halbe Stunde. Noch ein paar Augenblicke und der Hexer ist transportbereit. Jetzt muss ich nur noch unsere Spuren verwischen, wie wir es mit einem kleinen Wetterumschwung. Während ich auf günstigere Witterung wartete, durchsuchte ich seine Sachen. Es waren einige sehr interessante Dokumente darunter. Eine Karte von Estaiar und Handwerksschemas elfischer Herkunft. Randnotiz, hochinteressante Zeichnung einer einhändigen Armbrust, vermutlich für die Jagd auf Drakonide oder Ornithosaurier. Muss während des Verhörs danach fragen. Ich meine, ich finde meine Theorie bestätigt, dass die Hexer der Katzenschule Elfenwaffen einsetzen. Und man höre und staune, Notizen vom Professor Sigismund Kloger, es ist offensichtlich, dass der Hexer etwas mit dem Verschwinden des berühmten Professors zu tun hat. Könnte sein, dass ich es mit diesem Cumulonimbi etwas übertrieben habe. Keine Zeit zu verlieren, ich muss uns evakuieren. Okay, ein Magier, der einen Hexer entführt hat. Und dieses Schiff hier in den Ruin gestürzt hat. Haben wir hier noch irgendwas zu tun auf dieser kleinen Insel, wenn wir schon mal hier sind? Oh ja, hier. Diesen Schatz werden wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Weil das hier auf dem Schiff war ja mal Pille-Palle. Dann werden wir auch uns hier mal schön drum kümmern. Ja, ein Basilisk. Da muss man aufpassen. Die können, können die versteinern oder irgendwas? Wow. Du Riesenhahn. Echt nervig, so die fliegenden Mistkerle. Du hast einen Schatz, den will ich haben. Ist dir das eigentlich bewusst?
kann den nicht vom Himmel holen. So. Okay. What? Was spuckst du hier für giftige Galle? Ich glaube, besser ist das hier gegen ihn. So, ja, eindeutig besser. Oh, er hat abgewehrt. Und da spuckt er wieder sein giftiges irgendwas. Einfach umrunden und hoffen. Aua. So. Auweia, auweia. Was war das? Falsch gerade? Ach, komm doch her! Oh, dieses dumme Vieh. Aua! Schon wieder. Schau, wie ich ihn abgeschossen habe und es ihn gar nicht interessiert. Wow, das hat gesessen. So, kassier hier. Oh oh. Das hat natürlich auch gesessen. Bei mir. So, erledigt. Gar nicht so. Wow, ich habe den Koffer auch mal abgehackt. Okay. Wo ist denn jetzt hier? So, schön. Wow, ich hoffe, der Schatz ist es wert, den wir hier finden. Eigentlich nicht. Oh, zumindest ein scheinbar okayes Schwert. Nebenbei hatten wir nicht hier diese... War das nicht deutlich besser als meine? Also echt. Eindeutig besser. Ist auch mehr unserem Level entsprechend. Das hier ist ziemlich geil eigentlich. Aber vielleicht nicht so gut. Das hier hat Kälteschaden. Das finde ich immer noch cool. Wir haben doch mittlerweile auch ein neues Schwert. Langkrall. Ah. Modus Erfahrung. Dann leveln wir ein bisschen schneller. Ist aber insgesamt schlechter. Ah, nicht unbedingt. Also Schaden macht es ein bisschen weniger. Dafür mehr Rüstungsdurchbohrung. Hier und Zeichenintensität. Chance auf Verstümmeln haben wir ein bisschen. Ah, nee, das andere finde ich besser. Hat mehr Bonuserfahrung plus Geld. Das ist deutlich schlechter. Das ist ja alles hier billig Scheiß. Und gut, ich würde sagen, das lassen wir so, wie es jetzt ist. Das ist okay. Hier hat sie sogar... Oh, eine ganze Kuh verschlungen hier. Ganze Kühe können so Basilisken verschlingen. Das ist auch mächtig. Okay, jetzt ist unser Weg, führt uns, wo ist denn das Questding? Ach, da oben. Hierher. Dann sollten wir... Oh, hierher. Da waren wir auch noch nicht. Okay, das könnte jetzt eine etwas längere Reise werden, weil wir schwimmen müssen. Aber Hexer Geralt kann sehr gut schwimmen. Das wissen wir alle. Dennoch dauert es natürlich ein bisschen. Aber kriegen wir zusammen hin die Zeit, oder? Schaut! Ein bisschen schwimmen kann ja auch, schadet auch nicht. Schön mit den Fischen zusammen. Ah, Mann, da fühle ich mich wie bei Ariel. Unter dem Meer und so. Ja, ich kann das nicht singen, ich bin kein Sänger. Unter dem Meer! Nein, ich bin aber nicht musikalisch, das ist ja traurig. Mann, wie hat sie das denn angefangen? Das war rhythmischer auch. Oh, fühl den Rhythmus und dann singe. Aber das kriegt die nicht hin. Nicht mit meiner komischen Stimme. Und nicht ohne dieses Taktgefühl. Das muss man lernen, oder? Man muss so vieles im Leben lernen. Aber wenn man es dann einmal drauf hat, kann man plötzlich anfangen zu singen. Und es fühlt sich gut an. Und dann noch rhythmisch dazu bewegen. Vor der Kamera. Oder einfach beim Spielen. Bewegung tut immer gut. Und dann singt man. Unter dem Meer. Nein, ja, nicht so, ich weiß. Warum kriege ich das nicht hin? Unter dem Meer, nein. Ah, ich kapiere, ich habe doch die Musik gar nicht richtig im Kopf.
Ohne Musik klappt das sowieso nicht. Oh, verdammt. Man kann sich natürlich eine andere Musik dazu ausdenken, aber eigentlich eher nicht. Bin ich mal... Hier ist eine neue Markierung, ein Eingang. Das interessiert mich jetzt schon ein bisschen. Ein Ort, den wir vorhin nicht kannten. Wer hat hier sein Lager aufgeschlagen? Gehabt? Ups. Wünsche, man könnte die Pfeile wieder aufsammeln. So. Ein Waffenreparaturset. Ja, wir können euch mal selbst wieder unser Zeugs reparieren. Das war alles. Ich hoffe, wir finden jetzt irgendwas Geiles, Episches. Aber hier ist ja alles nur durchwuchert und so. Oder kann man hier irgendwie was kaputt machen? Nein, ich glaube nicht. Das war wirklich alles. Hier hat jemand mal ein Lager aufgeschlagen. Mehr war das nicht. Und wir haben sein Zeugs geplündert. Schade. Naja. Deswegen liegt auch das Schiff hier, natürlich. Komm rauf da und mit dem Schiff unterwegs. So. Zu einer neuen Insel. Und diesem neuen versteckten Schatz. Okay, und vorsichtig hier landen, ja. Und zack, ein kaputtes Schiff. Oh, da können wir gleich mal alles plündern. Tja, wir sind wohl von der richtigen Seite gekommen. Wenn ich mir das so angucke. Der Schatz ist genommen. Ich sehe keinen Grund hier irgendwie länger zu verweilen. Komm, wir gehen einfach. Aber fertig hier. Wir schauen uns gleich den Brief nicht an. Wenn wir hier aber erstmal weg sind. So nervig, so viele Kreaturen. So. Wir sind etwas weiter weg. Lesen wir diesen netten Brief. Hol die Ware aus der üblichen Kiste. Wenn du sie rechtzeitig zum ausgemachten Ort bringst, kriegst du die volle vereinbarte Summe. Wenn du dich um höchstens eine Woche verspätest, kriegst du die Hälfte. Wenn du noch später kommst, bist du des Todes. Hugo. PS, keine Zeugen. Wenn dich jemand bemerkt, erst töten, dann Fragen stellen. Okay. Wrackküste. Wir müssen also doch zurück. Ah, da ist schon mal was. Wir müssen eine kleine Jagd auf Gegenstände machen, wie es aussieht. So, hier sind wir doch gut angelegt. Gleich mal den Bezwinger gefunden. Suppi. Und irgendein Shit. Den wir wahrscheinlich nicht brauchen. Erstmal hier die ganzen komischen Schwerter weg. Die sowieso nichts einbringen. Und dieses Hemd auch. What the fuck, habe ich mir dabei gedacht, das aufzunehmen. Eigentlich könnten wir mal irgendwie... Meister-Reparatur-Set. 90% gibt sie dazu. Das ist cool. Und das 15% von Rüstung. Okay, ich glaube... Ne, das war okay. 39. 54. 94. Mann. Einmal geht sogar noch. So, haben wir 99 wieder. 82 ist okay. 84 ist okay. Alles noch im grünen Bereich, würde ich sagen. So. Das können wir explodieren lassen, glaube ich. Zack, alles im Wasser wahrscheinlich. Da sehe ich das schon alles hier. Oh. Ja, hier, Viecher. Aber auf mich so zugeschwommen kommen, ist keine gute Idee. Auch wenn ihr mich nicht bemerkt, seid ihr des Todes.
Habe ich hier nicht irgendwas gesehen gehabt? Oh oh. Direkt auf mich zukommen? Nimm das, dummer Idiot. Dachte, hier wäre irgendwas gewesen. Oder mich getäuscht. Okay, hier ist auf jeden Fall was. Und da unten, seht ihr? Ich habe mich nicht ganz getäuscht. Oh, noch eine. Dann haben wir alles hinter uns. Oh, eine Satteltasche. Nett. So, auch das wurde erledigt. Idiot. Unter Wasser brauchst du mich nicht belästigen. So, jetzt wird es Zeit, wieder zu unserem Boot zu schwimmen. Mann, das war unerwartet. Eine kleine... dass der Brief uns hier den Hinweis gab, dass es hier noch andere, naja, Teilchen der Ausrüstung gab, quasi, also dessen, was der auf Bord, an Bord hatte. Was war das? Bum, bum. Das ist viel besser. 30 Kapazität da, also. War jetzt ja nicht so besonders, was wir gefunden haben, ehrlich gesagt. Den Gräber hatten wir, glaube ich, schon mal. Der Bezwinger ist neu. 84% kritischer Trefferbonus. Wow! Ich glaube, das ist meine neue Waffe. Die finde ich mal richtig geil. Der Langkral. Ne, das hatten wir schon, glaube ich, gesagt. Nö, nicht mit uns. Nicht mit uns. Die haben wir, glaube ich, auch alle schon. Und haben wir gesagt, nö, nö. Auch nicht mit uns. So. Dann hätten wir auch das erledigt. Können wir uns hier mal wieder hinsetzen. Was ist unser nächstes Ziel? Wir haben jetzt ja hier einiges gefunden. Ah, hier müssen wir hin. Okay. Also einfach dem Pfeil folgen. War ja ganz in der Nähe. Gut, dass wir dieses Schiff gefunden haben. Das hat uns den Weg absolut verkürzt und versüßt. So mitten auf dem Meer segeln. Das ist schon eine ziemlich geile Sache. Den Wind um die Haare wehen lassen, mehr oder weniger. Auch wenn dieses Schiff schon mal besser, dieses Boot hatte auch schon mal bessere Zeiten. Da können wir, das können wir also schon mal behaupten, sagen, wie auch immer. Halt, wir haben einen Fehler gemacht. Wir hatten nämlich die Quest, haben wir die auch schon abgeschlossen? Okay, wir müssen glaube ich ganz runter erstmal und kommen hier. Wenn ich das Ding anvisieren, doch. Nee, also ist das, was wir zuletzt gemacht haben. Oh, ist das schlecht. Das Ding anzuvisieren hier. Na gut. Nee, das ist nicht so, nicht chronologisch sortiert. Oh, das ist ja schlecht. Wir scheinen auf jeden Fall unsere Schatzsuche erledigt zu haben. Ne, haben wir nicht hier. So. Wir sind noch gar nicht auf dem richtigen Weg, scheint mir. Wir wollten ja hierher. Genau. Aber perfekt, dass wir trotzdem hier den Weg gefunden haben. Damit beenden wir die Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser geilen Schatzsuche. Wir haben einiges erledigt, einige Schätze gefunden, unsere Ausrüstung ein bisschen verbessert und beim nächsten Mal werden wir einige Elemente der Katzenschule finden, ein paar Ausrüstungselemente. Freut euch drauf! Ein Däumchen würde mich freuen, wenn euch die Folge gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!